Ja, herzlich willkommen auch zu diesem Video. Herzlich willkommen, Uli Burchardt. Vielen Dank. Wir haben OB-Wahl am 18. Oktober und auch hier sage ich nochmal, nach dem ersten Wahlgang gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Der Amtsinhaber mit 35,8%, knapp 924 Stimmen hinter dem Herausforderer Luigi Pantisano mit 38,3%. Ich hatte in der Vergangenheit immer wieder bei Wahlen, Kommunalwahlen, OB-Wahlen Shows gemacht und die Kandidaten porträtiert. Auch dieses Mal möchte ich die beiden aussichtsreichsten Kandidaten gerne vorstellen und befragen, wegen Covid-19 nicht live, sondern mit Abstand hier im Internet. Und das Besondere dieses Mal, als Jugendfreund von Uli Burchardt, dem OB, hatte ich diesen offiziell unterstützt, wollte aber trotzdem beiden Kandidaten auf den Zahn fühlen. Der Luigi Pantisano hat das gewusst und hat mitgemacht, was ich cool fand. Und ja, Sie finden das Interview mit ihm übrigens hier. Zeitgleich kommen die beiden raus und ich möchte auch Uli Burchardt die Fragen stellen, die hoffentlich die Zuschauer im Zusammenhang mit seiner Kandidatur interessieren. Mehr aus Fairnessgründen als aus Zeitmangel werde ich diese beiden Interviews nicht schneiden. Ich hoffe, du bist damit auch einverstanden. Okay. Keine Kürzungen, okay. Auch wenn ich mich verspreche, wenn ein Zug vorbeikommt, was im Konzil immer mal wieder sein kann, wird das zu hören sein. Genau, und es gibt einige Fragen, die ich beiden stelle, aber im Grunde hat es keinen Sinn, beiden die gleichen Fragen zu stellen, weil es unterschiedliche Situationen sind. Ich hoffe, dafür haben auch alle das Verständnis. Aber jetzt zu dir. Uli Burchardt, 48 Jahre, Oberbürgermeister der Stadt Konstanz seit 2012, Mitglied unter anderem bei ATTAC, ADFC, Amnesty International, CDU und dem NABU Deutschland. Soweit stimmt's. Die Aufzählung klingt jetzt für manche ein bisschen beliebig. Gibt es einen roten Faden, der zum Beispiel jetzt ATTAC und die CDU zusammenhält, außer dass das eine mit C aufhört und das andere mit C anfängt? Es sind zwei unterschiedliche Cs. Ich überlege gerade, wie das bei ATTAC, das ist ja Association pour la Taxation des Transactions und so weiter, aber leider bekomme ich das C hinten jetzt gerade aus dem Kopf nicht zusammen. Also was ist, ich bin in beiden Organisationen schon ziemlich lange Mitglied. Bei der CDU seit Anfang der 2000er Jahre, 2004 oder 2005 oder so, bei ATTAC ungefähr seit zwischen der Finanzkrise und Fukushima, so um die Zeit rum, als ich auch das Buch Ausgegeizt geschrieben habe. In der Zeit ist diese ATTAC-Mitgliedschaft entstanden. Okay. Für mich sind es beides Organisationen, die sich in sehr unterschiedlicher Weise letzten Endes für die soziale Marktwirtschaft einsetzen. Und die soziale Marktwirtschaft ist für mich der Kern von allem, was Engagement wert ist und was unseren Staat und unsere Gesellschaft ausmacht. Okay. Ich habe auch Luigi Pantisano gefragt, was an ihm links ist, deswegen analog dazu. Warum bist du in der CDU zu Hause? Ich habe mich zunächst mal entschieden damals, ich möchte in eine Partei, weil für mich irgendwann klar gewesen ist, Demokratie funktioniert eigentlich in Parteien, nicht in Parlamenten, sondern eigentlich vor den Parlamenten in den Parteien. Da wollte ich Teil davon sein. Ich habe immer Politik gemacht, schon als Klassensprecher. Ja, und ich wollte das sehen und ich habe mich erst entschieden, in eine Partei zu gehen und später mich entschieden, welche Partei das sein sollte. Und meine Wahl ist dann auf die CDU gefallen, als die Partei der sozialen Marktwirtschaft eben und die Partei, die, denke ich, ein ganz maßgebliches Verdienst daran hat, dass Deutschland heute eine der friedlichsten, weltoffensten, erfolgreichsten, lebenswertesten Gesellschaften der Welt ist und das finde ich ist aller Ehren wert, sollten wir nicht zu selbstverständlich nehmen und dafür steht für mich ganz maßgeblich die CDU. Und wie wichtig ist jetzt eigentlich eine politische Grundeinordnung für einen OB? Zählt da nur Persönlichkeit oder ist das schon wichtig? Na, ich glaube, man kann erfolgreich OB sein und parteilos sein. Eine Parteimitgliedschaft nützt manchmal schon, weil sie Netzwerke bildet, weil sie Kommunikationswege nach Stuttgart, nach Berlin sehr kurz macht, die ein parteiloser Kandidat vielleicht so nicht hat. Mhm. In der Arbeit als OB sollte die Parteimitgliedschaft eine untergeordnete Rolle spielen, hat sie bei mir immer getan. Ich glaube, das bescheinigt mir jeder, der meine Arbeit begleitet hat und erlebt hat. Ich bin damals parteiunabhängig angetreten, also als Mitglied der CDU, aber ich habe gesagt, ich bin unabhängig von der CDU, ich habe kein Geld von der CDU, ich bin auch nicht als CDU-Kandidat angetreten und dementsprechend eben ein sogenannter unabhängiger Kandidat. Und für mich war immer klar, die CDU, das sagt etwas über meine Grundhaltung, die ich eben beschrieben habe,
Aber das heißt nicht, dass ich jetzt die Politik der CDU in Konstanz mache oder ähnliches, sondern ich mache Konstanzer Politik mit allen und für alle und auch mit breiten Mehrheiten. Ich stelle ja auch diffizilere Fragen und du kennst sie auch alle nicht vorher. Als Fraktionsvorsitzender der CDU im kommunalen Parlament, also im Land, wie heißt das? Kreistag. Kreistag, genau. Bist du dann aber in einer anderen Rolle, richtig? Ja. Ja gut, also das ist natürlich bei einem OB, du bist ja jeden Tag in drei Rollen oder in fünf. Also du bist vielleicht morgens Verwaltungsratsvorsitzender der Sparkasse und willst möglichst hohe Zinsen beim Darlehen an die WOBAG und am Nachmittag bist du Aufsichtsratsvorsitzender der WOBAG und willst möglichst niedrige Zinsen von der Sparkasse. Mhm. Das ist in Baden-Württemberg in diesem Amt angelegt. Auch genau diese Widersprüche. Die Gemeindeordnung Baden-Württemberg ist da schon klug und letztlich führt sie dazu, dass eine Person das mit sich ausmachen muss, solche Widersprüche und dem Volk Rede und Antwort darüber stellen muss, wie man das entschieden hat. Und deshalb ist dieses zeitgleiche Rollen haben normal zunächst mal. Mhm. Ich bin im Kreistag, weil ich das gerade in Konstanz ganz, ganz wichtig finde. Wir sind die größte Stadt im Landkreis, aber wir liegen am Rand des Landkreises und wir sind auch nur ein Drittel der Kreisbewohnerschaft. Und wir sind eine sehr große kreisangehörige Stadt und deshalb haben wir erhebliche Interessen natürlich auch im Landkreis, unsere Berufsschulen zum Beispiel, unsere Gesundheitsversorgung, Kliniken. Und deshalb finde ich das ganz wichtig, als OB dort präsent zu sein. Mhm. Dass ich dann Fraktionsvorsitzender geworden bin, dazu kam ich damals wie die Jungfrau zum Kind. Mein Vorgänger hörte auf und alle haben gesagt, Uli, das musst du jetzt machen, du bist Stimmenkönig. Mhm. Das die meisten Stimmen, du musst jetzt Fraktionsvorsitz machen und das tue ich seitdem. Okay. Wir reden gleich noch über die Rolle des OBs und diese gewisse Schizophrenie, die du jetzt gerade genannt hast. Ich hatte gefragt, ob du noch mal wie vor 8 Jahren 49 Worte über dich machen könntest. Ich bin mir nicht sicher, ob dir das gelungen ist während des Wahlkampfs parallel. Falls nicht, habe ich eine schöne Alternative. Ich habe dir nämlich die 41 Worte von vor 8 Jahren nochmal hier. Die blende ich an der Stelle auch unten ein. Und du kannst vielleicht nochmal spontan darauf reagieren. Was hat sich daran geändert durch 8 Jahre als OB? Uli, Konstanzer, Biobauer, Förster, beides meine Ausbildung gewesen damals, Manufaktummanager, Unternehmer, ja, nun nicht mehr, Berater, auch nun nicht mehr, Buchautor, ist auch lange her, Referent, auch schon seit einigen Jahren nicht mehr, Dozent, auch nicht mehr, das hat mir sehr, sehr Spaß gemacht an der HTWG damals, aber das ging zeitlich nicht mehr neben dem Amt. Raucher bin ich auch nicht mehr, seit 2015 schon nicht mehr, Kaffeetrinker bin ich immer noch, Biersommelier ist auch lange, lange zurück, Läufer, nicht mehr so viel, eher ein Rennradfahrer, heute Fahrradfahrer, Schwimmer, okay, im Sommer, Gitarrenspieler, nach wie vor sehr gerne, Amateursänger auch sehr gerne, aber nur zu Hause, Springsteen-Fan immer noch, groß, ja, bin ich immer noch, Jeans, immer, ganz viele Leute sagen, wenn sie mich sehen, sie sind ja größer, als ich gedacht habe, weiß nicht warum, Jeans und Sakko, stimmt auch immer noch, Brillenträger, Landy-Fahrer stimmt nicht mehr, denn Landy gibt es nicht mehr, denn es war ein Oldtimer, der so bestimmt seine 14, 15 Liter Super Plus gebraucht hat und deshalb, es gibt seit Jahren bei mir nur noch einen elektrischen Smart. Freundlich, ehrlich, humorvoll, verbindlich bin ich, so würde ich mich nach wie vor beschreiben, schnell, ja, zuverlässig, treu und gelassen, ja, Familienmensch, sehr gerne, Cousin, Onkel, Pate, Bruder, Sohn, Lebensgefährte und Papa, stimmt alles noch. Mhm. Also in erster Linie weniger Zeit zum Sport, kein Landy mehr und aufgehört zu rauchen, kann man so sagen, oder? Ja, ich würde heute noch ein paar Sachen anfügen. Das Erste, was mir jetzt auffällt, wirklich auf den ersten Blick, Kochen. 8 Worte hast du noch. Kochen und Brotbacken sind zwei Dinge, die dazugekommen sind, sicher in den letzten 8 Jahren, die mir großen Spaß machen und mit denen mich viel beschäftigt habe und auch noch beschäftige, wenn die Zeit dafür ist. Wir sind jetzt gerade so ein bisschen menschlich. Ich habe auch so eine Phase mit dem Luigi gehabt, wo ich ihn dann konfrontiert habe mit anderen Bildern, die man von ihm auch hat. Und so auch bei dir. Also ich würde sagen, wenn man auf Instagram sieht, wie du in WGs bist, dann bist du WG-tauglich und bist locker. Und persönlich kann ich das auch sagen, dass du freundlich, ehrlich, humorvoll, verbindlich, schnell, zuverlässig und treu bist. Bei gelassen, das ist manchmal schwierig. Ja. Auf der anderen Seite kenne ich auch Leute, und das weißt du auch, die sagen, du bist bürgerfern oder manchmal so ein bisschen abgehoben, würdest du wirken.
auch wenn du das selbst nicht so sehen magst. Das gibt's. Manche finden es sogar arrogant. Wie kommt es zu diesen beiden Gesichtern? Wie kommt das, dass man so unterschiedlich wahrgenommen wird? Also ich bin überzeugt, zunächst mal ehrlich, persönlich überzeugt, dass ich weder abgehoben noch arrogant bin. Mit der Zuschreibung arrogant lebe ich schon seit ich ein Schüler bin. Also immer wieder kriege ich dieses Etikett angehängt und ich frage mich, warum das so ist. Ich weiß es nicht genau. Ich lege jedenfalls großen Wert darauf zu sagen, ich bin nicht arrogant und ich versuche für jeden da zu sein. Ich versuche für jeden ansprechbar zu sein. Ich versuche maximal nahbar zu sein. Ich glaube, es gibt eine Menge Leute im Laufe der Zeit, die mir regelrecht in die Arme gelaufen sind, irgendwo und gesagt haben, hey OB, ich muss dich kurz was fragen. Und das kann ich eigentlich gut und mache das auch gerne und finde es auch schön, dass es so ist. Aber es gibt Situationen, gab es immer wieder in den vergangenen Jahren, wurde das dann irgendwann, wo es dann zu viel ist in dem Moment und man dann vielleicht auch mal unwirsch oder ungehalten reagiert. Manchmal hatte ich danach noch die Möglichkeit, mich zu entschuldigen. In anderen Fällen wusste ich nicht mal, wer das war. Und dann tut mir das auch später manchmal leid. Aber das ist schon ein Amt, das sehr, sehr viel von einem fordert. Und da läufst du nicht jeden Tag einfach lächelnd durch die Stadt und sagst, ich bin für jeden da, sondern das ist schon manchmal krass und viel. Und deshalb bitte ich dann manchmal auch um Verständnis, dass du vielleicht, du kannst nicht immer lächeln. In dem Da sind wir eigentlich schon gerade bei dem nächsten Themenbereich. Ne? Du bist jetzt seit 8 Jahren Oberbürgermeister, wolltest es damals werden. Was hat dich am meisten überrascht an dieser Rolle, als du sie dann wirklich hattest? Also die Masse hat mich schon fast umgehauen damals. Mhm. Also das war schon echt viel. Das war schon echt viel. Ich bin im Nachhinein sehr, sehr dankbar, dass ich damals in eine sehr erfahrene Verwaltung gekommen bin, die mich freundlich aufgenommen hat, die sich gefreut hat, einen neuen Chef zu kriegen, der sehr viel Vertrauen mitbringt als Führungsstil und die mir es deshalb leicht gemacht haben, mich vor Fallen gewarnt haben, mir aufs Pferd geholfen haben in der einen oder anderen Situation. Also das ist schon ein Brett, das da kommt, ja, am Anfang. Das war überraschend. Und eine Frage, die ich auch dem Luigi gestellt habe, was sind die Möglichkeiten und was sind die Grenzen dieses Amtes? Wo sind die Möglichkeiten vielleicht zuerst? In Baden-Württemberg hat der OB schon enorm viele Möglichkeiten. Mhm. Er ist 8 Jahre gewählt, er ist nur dem Volk verpflichtet, er ist Vorsitzender des Gemeinderates, Chef der Verwaltung, Vertreter der Stadt nach außen. Er hat große Gestaltungsmöglichkeiten, erst recht in Konstanz. In Konstanz hat er nämlich auch noch ein eigenes Dezernat, also den kompletten sogenannten Querschnitt, Finanzen, Recht, öffentliche Sicherheit, die Feuerwehr, das komplette Personal etc. Das liegt alles direkt beim OB. Und deshalb ist das in Konstanz noch besonders ausgeprägt. Und du bist in Konstanz als OB auch noch gesetzt, als Vorsitzender von ungefähr 10 Aufsichtsräten persönlich. Also das ist sehr viel, das heißt aber auch viel Gestaltungsfreiheit. Andererseits, ach so, ja, und was ich wahnsinnig finde an dem Amt bis heute, du kannst mit einem Telefonat unglaublich viel machen. Also wenn du merkst, da gibt es ein Problem und dir fällt jemand ein, der da drüben, der das lösen könnte, du telefonierst einmal und sagst, Mensch, du und du, ihr solltet mal miteinander sprechen. Und ganz oft gelingt es schon damit, etwas besser zu machen oder was zu bewirken. Das fasziniert mich bis heute. Und umgekehrt sind die Grenzen natürlich da, die sind häufig juristischer Art. Also nehmen wir mal ein Beispiel, du würdest gerne in der Schulverpflegung sagen, wir wollen es jetzt anders machen, wir wollen regional kochen, wir wollen biologisch kochen. Du kennst es, glaube ich, selber damals, ich habe es noch erlebt, als dein Freund zu deinen Elternbeiratszeiten. Du würdest gerne so viel machen, da steht aber europäisches Ausschreibungsrecht dem entgegen und du wirst in eine Bürokratie reingezwungen, die eigentlich keiner will. Mhm. Die hat ein Stück weit ihre Berechtigung, aber jedenfalls kannst du da nicht, wie du willst. Und natürlich kannst du auch bei Dingen, die die Stadt selbst gestalten kann, oft nicht so, wie du willst, weil letztlich musst du mit dem Gemeinderat arbeiten. Mhm. Und das heißt in Konstanz, es gibt im Konstanzer Gemeinderat keine Mehrheiten, schon lange vor meiner Zeit nicht, sondern es gibt 4, 5 starke Fraktionen und die muss man zusammenbringen. Und dann wird man gute Politik machen können, wenn man für die große Mehrheiten findet. Und das, glaube ich, ist mir immer sehr gut gelungen. Nicht in jedem Einzelfall, aber allermeistens. Wir haben ja vor einem Jahr eine Kommunalwahl hier gehabt, in der, ist so, ne? 2019, genau, in der
die jetzige Unterstützergruppe von Luigi Pantisano, also Freie Grüne Liste, Junges Forum und Linke Liste, von 15 auf 20 Sitze sich gesteigert haben. Welchen Einfluss hatte das auf deine Arbeit? Der Gemeinderat hat sich letztes Jahr sehr verändert. Also man merkt bei den Grünen im Kreistag und genauso bei der Freien Grünen Liste in Konstanz ein stark gestiegenes Selbstbewusstsein. Es sind viele neue Leute dazugekommen, die auch zum Teil natürlich auch mal erst ihre Erfahrungen machen müssen. Und deshalb hat sich die Arbeit verändert. Ich glaube, dass die in Konstanz auch sehr überlagert wird, weil eben seitdem auch schon der OB-Wahlkampf in Sicht war. Mhm. Der hat sich ja nun Corona-bedingt nochmal, hat sich die Wahl ja 3 Monate verschoben. Aber seit der Kommunalwahl, glaube ich, ist die OB-Wahl immer ein bisschen mitgeschwungen. Und je näher Wahlen kommen, umso bewegter wird dann die Arbeit im Gemeinderat. Also, es ist nicht einfacher geworden in den letzten Jahren, bestimmt nicht. Ja. Grundsätzlich ist politische Arbeit nicht einfacher geworden in den letzten Jahren. Aber ich denke, wenn die OB-Wahlen durch sind, so oder so, dann wird sich das auch wieder beruhigen. Mhm. Und dann ist gewählt für viele Jahre und dann muss gearbeitet werden. Und ich bin zuversichtlich, dass es auch funktionieren würde. Luigi Pantisano wäre der Erste, ich glaube, im Prinzip seit dem Zweiten Weltkrieg, der erste OB, der eine eigene Mehrheit hätte. Also der könnte durchregieren. Das kann ich nicht. Für 4 Jahre? Ich muss mehr, ja, für 3 bis 4 Jahre, genau. Mhm, genau. Wir machen nochmal einen Rückblick, den gab es bei Luigi nicht, weil da gab es noch keinen Rückblick auf ein Amt. Du hast 2012 Ziele gehabt, mit Sicherheit, für deine OB-Zeit. Was ist daraus geworden? Also vielleicht mal kurz ein Wort zu dem Wort Versprechen. Mhm. Also man wird ja ganz oft konfrontiert mit so einer Aussage, sie haben das nicht gehalten, was sie versprochen haben. Mhm. Für mich ist ein Versprechen ein sehr, sehr wichtiges Wort. Ich bin auch Papa und wenn ich sage, ich verspreche etwas, dann ist das etwas, das für mich sehr, sehr wichtig ist und das weiß ich ganz genau. Und ich sage zunächst mal, alle meine Versprechen habe ich eingehalten und ich habe mehreren Leuten in den letzten Monaten, Journalisten und so, die Wette angeboten, habe gesagt, wenn sie eins finden, was ich nicht eingehalten habe, gibt es eine Flasche Wein. Die Materialien sind ja alle noch online, kann man sich ja anschauen. Ich habe natürlich nicht nur Dinge versprochen, sondern ich habe vor allem Dinge in Aussicht gestellt. Ich habe gesagt, ich will mich einsetzen für dieses oder ich will jenes vorwärts bringen. Ich glaube, im Großen und Ganzen sind wir schon sehr viel weitergekommen. Ich hatte damals 5 Punkte. 3 Schwerpunktthemen, Wirtschaft, Verkehr und Wohnen und 2 Spezialthemen, ein Veranstaltungshaus zu bauen und das Konziljubiläum zu machen. Mhm. Ich fange beim Hintersten an. Konziljubiläum, glaube ich, haben wir toll gemacht und wirklich gezeigt, was Konstanz ist und kann. Das Veranstaltungshaus ist uns vor die Füße gefallen mit der Insolvenz von Centrotherm. Wir haben das viel schneller als damals gedacht kaufen können, haben das realisiert. Und das wird gut sein, das Haus wird gut sein und wird wichtig sein, genauso wie es dieses Konzil heute auch ist. Sehr ähnlich wird das Bodenseeforum eines Tages aussehen. Gibt es nachher noch eine erweiternde Frage? Genau. Wirtschaft, der Wirtschaftsstandort Konstanz hat sich enorm verändert in den letzten 8 Jahren. Ich bin OB geworden, kurz nachdem Takeda sich entschieden hatte, Konstanz zu verlassen, was ein herber Schlag für die Stadt Konstanz war. Größter Gewerbesteuerzahler, sehr wichtiger Arbeitgeber, sehr bekanntes Unternehmen. Und wenn man an dem Punkt jetzt beginnt, dann haben wir seitdem ungefähr 5000 neue Jobs in Konstanz geschaffen und wir haben uns bei der Gewerbesteuer unabhängig gemacht, sagen wir mal, von der Pharmabranche. Es ist viel Neues entstanden. Wir haben praktisch keine Leerstände. Wir haben eigentlich bei der Gewerbefläche wie bei der Wohnfläche eigentlich zu wenig von allem. Und daran zeigt sich, dass da eine Dynamik ist und es geht jetzt weiter mit Existenzgründung, mit Technologiezentrum, Umzug in die Bücklestraße. Mhm. Also ich glaube insgesamt auf einem guten Weg. Handlungsprogramm Wirtschaft, lesen, wen es interessiert, da ist es sehr präzise beschrieben. Letztes Thema Wohnen. Na, wir haben an die 3000 Wohnungen gebaut in meiner Amtszeit. Mhm. Wir haben mit beiden Füßen auf dem Gas, sage ich immer, mehr konnten wir nicht bauen in dieser Zeit. Ich habe eine Stadt übernommen, die praktisch keine Grundstücksvorräte hatte, was ich für ein historisches Versäumnis halte, aber ist eben so. Seitdem sind wir dabei, Grundstücke zu kaufen. Wir haben rund für 20 Millionen Euro Grundstücksvorräte aufgebaut in meiner Zeit und werden das weiter tun und bauen so viel bezahlbaren Wohnraum, wie wir können. Ich gucke gleich nachher nochmal vielleicht den Rückblick zurück, aber wenn du schon diese Themen ansprichst, also genau. Wichtiges Prinzip ist ja, dass die Stadt möglichst viele Grundstücke selbst besitzt, zurückkauft, damit sie viel Gestaltungsspielraum hat. Was im Moment am meisten kritisiert ist, ist, warum, ich sage es jetzt mal so, wie es der Bürger sagt,
warum hast du das Vincentius-Areal verkauft und warum hast du beim Siemens-Areal, was hast du da falsch gemacht? Das Vincentius-Areal hat sich jetzt zum Wahlkampfschlager entwickelt. Das habe ich damals sehr lautstark kommuniziert, mit jedem drüber gesprochen, habe gesagt, wir verkaufen dieses Grundstück zum möglichst hohen Preis, weil wir dringend als Vincentius AG das Geld brauchen, um den Klinikneubau zu finanzieren. Da gab es damals ein größeres Finanzierungsproblem und wir waren sehr glücklich, diesen hohen Preis für das Grundstück zu bekommen. Mhm. Haben wir damals gesagt, der gesamte Gemeinderat hat zugestimmt, alle waren einverstanden, hat niemanden gestört, jeder Bürger hat gesagt, verstehe ich, das war für alle okay, solange bis es in diesem Wahlkampf jetzt aufgebauscht worden ist zu einem Skandälchen. Also ich verstehe, wenn jemand sagt, da hätten wir aber auch schön mit der WOBAG ein Projekt bauen können. Mhm. Die WOBAG wollte das aber nicht, dafür ist das Grundstück in dieser Lage einfach zu teuer, um letztlich da für die WOBAG ein gutes Projekt draus zu machen. Die Bücklestraße hat uns gar nicht gehört. Die Bücklestraße gehörte einem Investmentfonds. Wir haben verhandelt um den Kauf dieses Areals ziemlich lange, hatten eine klare Preisobergrenze. Es ging weit über diesen Preis über den Tisch. Und auch da haben wir damals gesagt, mit dem Gemeinderat, übrigens auch, glaube ich, mit einer Gegenstimme so beschlossen, wir wollen es nicht kaufen. Das war damals sicher die richtige Entscheidung, würde man heute möglicherweise anders bewerten, aber 2015, 2016 ist von heute aus lange her. Die Zinssituation, die Immobilienpreissituation hat sich alles stark verändert. Damals haben wir gesagt, wir wollen, dass es auch schnell geht. Die WOBAG kann so ein Riesengrundstück nicht mal schnell entwickeln. Und wir hatten natürlich auch immer ein Finanzthema, zu sagen, du kannst das Geld nur einmal ausgeben. Es ging damals um weit über 20 Millionen Euro. Wir hatten eine Menge Kitas zu bauen und letztlich haben wir es dann dort investiert. Die hohen Mieten sind natürlich das Thema nach wie vor, wie vor 8 Jahren. Die Stadt baut sehr viel am Hafner. Und die Frage, die sich stellt und überhaupt viel, also ich habe in den letzten 10 Jahren als Konstanzer, ich bin hier geboren, gerade in Petershausen, da wo ich lebe, ist wahnsinnig viel entstanden und gebaut worden. Es gibt aber auch die Theorie, dass es gar nichts nützt, wenn man die Mieten niedrig haben will, viel zu bauen. Also das ist ja diese Nachfrage-Angebotslogik, sondern dass dann einfach nur mehr Menschen kommen und die Mieten oben bleiben. Was sagst du dazu? Das stimmt nicht. Also das ist sicher falsch. Also zunächst mal, also diese letzte Aussage, ich erkläre das gleich. Kurz eins zurück. Es gab schon Jahrzehnte, in denen in Konstanz viel mehr gebaut worden ist als im letzten Jahrzehnt. Also wir haben im letzten Jahrzehnt vielleicht 3.500 Wohnungen fertiggestellt. Es gab Jahrzehnte, da wurden 7.000, 8.000, 9.000 Wohnungen in Konstanz fertiggestellt nach der Uni-Gründung und so. Also da gab es gab schon deutlich stärkere Jahre und oder Jahrzehnte und Phasen. Ad 1, Ad 2. Für wen bauen wir? Es gibt dann ein ganz, ganz interessantes und vielleicht einfach oder ein Argument, das das schön auf den Punkt bringt. Wir bauen für die, die bleiben wollen. Ja? Wenn wir, die Stadt wird wachsen. Wer hierher kommen will, der kommt hierher. Und der findet hier auch Platz. Ich sage immer, im Zweifelsfall setzt sich Geld durch. Wenn wir nicht bauen, dann gehen Leute. Und das ist genau das, was heute passiert. Es wandern die jungen Familien ab. Das ist der Punkt. Wir bauen, damit die Leute bleiben können, die heute schon da sind. Wir bauen nicht für Leute, die neu kommen, sondern wir bauen, damit Leute nicht gehen. Und das sind, wenn man jetzt mal die Projekte anschaut, die wir gebaut haben, egal, Zähringer Platz, oder die ganze Bruder-Klaus-Straße von Emmichstraße, diese großen Areale, Sonnenbühlstraße, die großen WOBAG-Projekte. Wenn man mal schaut, wer da zur Haustür rein und raus geht den ganzen Tag, dann sieht man, das sind genau diese Gruppen, für die wir dort Wohnraum geschaffen haben. Mhm. Junge Familien, von denen wir wollen, wenn sie meinetwegen erstes Kind, zweites Kind bekommen, dass die in Konstanz bleiben können. Und das sind die, die es am schwierigsten haben und deshalb sind die die Hauptzielgruppe. Und deshalb bauen wir für die, ganz wichtig, die hier bleibt, damit die hier bleiben können. Ich habe gerade gesagt, dass das ein Thema schon vor 8 Jahren war. Und ich habe ein Interview im Südkurier gelesen, gerade vor 4 Jahren. Und da war bereits das Thema darum, dass es vieles sehr langsam vorankommt. Ich glaube, es war sogar der Titel. Vieles kommt langsam voran. Ich glaube, wir leben jetzt in einer Zeit, in der die Geduld ausgeht. Ja? Wir wollen schnell wirkende Impfstoffe, schnell wirksame Rezepte, egal ob für Corona, hohe Mieten, Verkehrsprobleme oder Klimawandel. Und man hat das Gefühl, dass viele sagen, jetzt ist genug, wir haben lang genug gewartet, wir brauchen jetzt auch radikalere Maßnahmen. Geht es nicht schneller oder was spricht für Langsamkeit?
bei all diesen Themen. Also es ist so ein Hauptvorwurf ja auch, es muss schneller gehen. Beim Thema Wohnraum spielt schon eine wesentliche Rolle, dass wir keine Grundstücksvorräte haben. Mhm. Ich glaube, das deutsche Recht geht eigentlich davon aus, dass eine Stadt immer einen Grundstücksvorrat hat. Und wenn du was brauchst, dann entwickelst du das, schaffst Baurecht und baust. Und es ist auch dein eigenes Grundstück. So ist die Situation in Konstanz aber nicht. Wir haben nur lauter kleine Stückchen. Immer hier mal eine Ecke, dort eine Ecke, ein bisschen Arrondierung. Aber wir arbeiten in diesen kleinen Schritten sehr, sehr, das ist sehr aufwendig. Das braucht viel Manpower, viel Personal, viele einzelne Entscheidungen, wo du eigentlich in so einer Situation wie in den letzten Jahren solltest du als Stadt einfach mal 1, 2, 3 Gebiete entwickeln können. Und das geht nicht, weil uns die Grundstücke nicht gehören, beziehungsweise weil der Flächennutzungsplan das in Konstanz auch nicht mehr hergibt. Mhm. Also das sind für mich historische Versäumnisse, weil man damals geglaubt hat, man würde das nie brauchen und deshalb hat man dafür auch nicht Vorsorge getrieben. Mhm. So erkläre ich mir das. Es geht vieles unglaublich langsam, weil ganz viele Vorhaben inzwischen wirklich durch jede Instanz gehen, weil irgendjemand versucht, sie zu verhindern, auch in Konstanz. Wir haben ein Riesenthema mit langwierigen Naturschutzverfahren. Stichwort Wasserbus, Genehmigung des Steges. Wir warten auf ein Gutachten betreffend die Beeinträchtigung der Armleuchteralge durch das Schraubenwasseranlegen der Schiffe. Wir haben beim Bau von Fahrradwegen riesige Themen mit der borstigen Glockenblume, mit den Eidechsen, die umgezogen werden müssen und Ähnliches. Das heißt, wir haben schon auch so hohe Erwartungen an Naturschutz, an Brandschutz, an Denkmalschutz, an die Qualität von Bauwerken. Das ist schon etwas, das wir als Staat auch gemeinsam wollen und das macht die Dinge wahnsinnig langsam. Okay. Lass mich bitte noch kurz sagen, ich finde nicht, dass wir in Konstanz langsam sind. Wir sind wahnsinnig schnell in manchen Dingen. Wir schaffen Kita-Plätze in einer Geschwindigkeit, die wirklich toll ist. Mhm. Wir sind beim Wohnraum auch für das, was geht, sehr, sehr schnell weitergekommen und in vielen, vielen anderen Dingen auch. Tolle Gemeinschaftsschule etc. etc. Und deshalb ist dieses Argument zu langsam. Muss man auch sehr genau fragen, an welcher Stelle geht es denn zu langsam? Mhm. Döbele verstehe ich, HQ 100 ist wieder so ein Ding, 100-jährige Hochwasserereignisse müssen jetzt am Döbele, muss der Grenzbach verlegt werden, das wirft so ein Projekt um Jahre zurück. Mhm. Ich verstehe, dass jemand dann sagt, das hätte ich gern schneller. Ich hätte es auch gern schneller. Wir kommen noch zu den neuralgischen Themen Verkehr und Klima jetzt. Zunächst Verkehr. Manche sagen, vor 8 Jahren standen wir beim Verkehrschaos vor dem Abgrund, heute sind wir einen Schritt weiter. Wie zufrieden bist du mit der Entwicklung der Verkehrssituation in Konstanz zwischen 1 und 10? 4. Okay. Hätte liegt's? Ich natürlich auch gerne, dass das schneller geht. Ja. Woran liegt's? Man muss eine politische Willensbildung hinbekommen zunächst mal und dann gilt in Konstanz, wenn man jetzt das C-Konzept sieht, wenn du an diesem Altstadtring arbeitest, kannst du immer nur an einem Punkt arbeiten. Mhm. Und wenn man dann dran geht, zum Beispiel den Rheinsteig, an dem Rheinsteig kann man sehen, wie wir das jetzt machen wollen. Die Straße wird schmaler, der Gehweg wird breiter, es gibt Bänke, es gibt Bäume, es gibt einen richtigen Fahrradweg. Mhm. Aber diese Maßnahme mit allen Kanalbaumaßnahmen dauert Jahre. Ne? Und solange die läuft, kannst du woanders nirgends arbeiten am Altstadtring, weil das technisch nicht funktioniert. Und deshalb geht das natürlich gefühlt sehr, sehr langsam. Wie viel ist denn und umgesetzt es wird vom jetzt C-Konzept? Wie viel es ist jetzt der Rheinsteig fertig und geht jetzt mit dem Lagokreisel und dem Bahnhofplatz weiter. Okay. In den nächsten Monaten muss das da losgehen mit Ausschreiben. Und dann hoffe ich, dass das zügig auch dann begonnen wird. Und was sagst du zur Idee einer autofreien Innenstadt? Autofreie Innenstadt ist für mich geschwätzt, wie man in Konstanz sagt. Also das ist klar, das ist durch, das ist mal einig. Ich glaube, das will jeder oder die allermeisten im Gemeinderat. Wollen, dass und es die gibt. Wollen diese autofreie Innenstadt. Ja? Okay. In der Feinheit liegt die, die Frage, ist, was genau bedeutet das jetzt? Mhm. Aber die autofreie Innenstadt, also geschwätzt, ja, das ist klar, meine ich damit. Ach so, es nur, ist nicht geschwätzt, nicht, sondern nur, es ist geschwätzt. Es ist geschwätzt, genau, okay. Das ist durch. Mhm. Das will der Gemeinderat und da gibt es auch, denke ich, einen guten Kompromissvorschlag mit dem Gewerbe, mit der Wirtschaft. Die autofreie Innenstadt innerhalb dieses Altstadtrings, Bodanstraße, Rheinsteig, Laube, Konzilstraße,
die wird es geben, die muss es geben. Da fährt doch eh kommen, oder? Da fährt, ja, wir haben halt noch viel Parksuchverkehr. Okay. Und der Parksuchverkehr muss da raus. Und für mich, ich hätte gerne in den nächsten 10 Jahren nicht nur den Bahnhofplatz autofrei, sondern auch weiter bis zum Rheintorturm. Mhm. Aber da gibt es halt Probleme, die man unterwegs lösen muss. Die Andienung des Konzils, die Erreichbarkeit von Hotels, von Theater etc. Die Frage, wie geht es mit dem Marktstättenparkhaus, mit der Erreichbarkeit des Bahnhofs, und das sind Themen, die muss man beantworten. Und da sage ich halt, das kann man nicht, darf man auch nicht mit der Brechstange tun. Ich bin nicht gegen Autos, sondern es geht nicht um ideologisch gegen Autos, sondern es geht bei diesem Thema nur darum, in der Innenstadt Platz zu gewinnen für Menschen und Tempo und Lärm rauszunehmen. Jetzt habe ich eine kleine Geschichte von heute zu erzählen, weil die Frage ist, was ist denn der Anreiz, aufs Auto zu verzichten? Ich wollte heute LED-Glühlampen kaufen und brauchte 8 Stück, also bin ich dafür in die Stadt. Dann habe ich mir überlegt, wenn ich mit dem Bus hin und zurück fahre, kostet mich das 5 Euro. Wenn ich ins Parkhaus gehe, ich brauche eine halbe Stunde, kostet es mich 1,50 Euro, 2,50 Euro. Mhm. Und es ist auch noch Platz, sehe ich auch auf der App. Also fahre ich mit dem Auto rein. Erstens, ne? Und dann gehe ich halt in das Geschäft und sehe, dass die Glühlampen 2-mal so viel kosten wie auf Amazon oder im Onlinehandel. Also fahre ich zurück und bestelle sie mir auch noch im Geschäft bei Amazon. Ist jetzt eine blöde Geschichte, aber so ist es. Ist nicht unbedingt jetzt eine Situation, die dazu führt, dass weniger Leute mit dem Auto in die Stadt fahren. Was machen wir da? Also zunächst mal will ich mal feststellen, das ist in Konstanz schon toll. Du kannst, um eine Glühbirne zu kaufen, mal kurz in die Stadt fahren als Konstanzer. Und ich finde, das ist was wert. Ne? Dass das so geht. Und an den allermeisten Tagen geht das völlig reibungslos. Also ein Elektroauto hat nicht gestunken. Geht in anderen Städten nicht, war sogar ein Elektroauto. Umso besser. Und diese Erreichbarkeit müssen wir auch erhalten. Also das, muss ja, das Ganze muss ja funktionieren. Natürlich hast du recht, wenn du sagst, es kann nicht sein, dass das Busfahren viel teurer ist als das Parken. Deshalb ist klar, aber auch das ist, denke ich, schon weitgehend in der Politik auch klar, dass das Parken in der Kernstadt, in der Innenstadt, teurer werden muss und dafür das Parken am Rand günstig bleiben muss. Also es muss eine deutlichere Preisdifferenz geben. Mhm. Und das ist auch im Juli schon im Technischen Ausschuss so vorgestellt worden. Gleichzeitig gilt, wir wollen beim Bus neue Angebote machen. Ich bin nicht der Meinung, dass wir ihn sehr viel billiger machen sollten, sondern wenn wir Geld in die Hand nehmen, sollten wir ihn besser machen. Und dazu gehört für mich zum Beispiel ein kostenloser Ringbusverkehr um die Altstadt, weil der sowohl für Konstanzer als auch für Gäste halt super attraktiv wäre. Hop on, hop off. Ja. Okay, das wäre ja dann billiger. Das wäre dann billiger, aber das heißt eben nicht, ich mache den bestehenden Tarif billiger, sondern ich füge etwas hinzu. Okay. Und das kostet einen Haufen Geld natürlich, aber man erreicht damit wirklich einen Effekt. Du hast jetzt an verschiedenen Stellen schon gesagt, ja, das ist eigentlich klar, das ist Geschwätz, das haben wir beschlossen und so weiter. Im Wahlkampf hat man den Eindruck, das mal zwischendurch, dass ganz viele Sachen offen sind und ungeplant und läuft nicht gut und so weiter. Wie kommt es zu diesem Missverhältnis zwischen Information und dem, was eigentlich läuft? Ja? Ich denke, dass Konstanz, sagen wir mal, im deutschlandweiten Vergleich eine sehr gut geführte Stadt ist. Wir sind sehr reibungslos durch viel Trouble durchgekommen in den letzten Jahren. Wir haben viele Probleme quasi lautlos gelöst, ja, oder mehr oder weniger lautlos gelöst, und sind einfach Schritt für Schritt weitergegangen. Das ganze Thema Schulentwicklung, das ganze Thema Kinderbetreuung, das Thema Pflege, die Quartiersentwicklung, der Hafner, das Handlungsprogramm Wohnen, riesige politische Schritte, die man eigentlich ohne große Auseinandersetzungen oder Reibereien zu breiten Zustimmungen gebracht haben. Und wenn man jetzt Kennzahlen nimmt oder wenn man die Städte wirklich miteinander vergleicht, steht Konstanz sehr, sehr gut da. Aber klar ist auch, du kannst natürlich, wenn du als Gegenkandidat in den Wahlkampf gehst, kannst nicht sagen, hier ist alles toll. Also das funktioniert ja nicht, sondern dann muss man sich irgendwie was rausgreifen, was man dann groß machen kann, wie das vorhin genannte Vincentius-Areal, und sagen kann, ja, wenn das nicht passiert wäre, dann wäre alles viel besser. Das stimmt natürlich nicht. Ja. Okay, also eher ein bisschen ein Marketingproblem dann in der Vermittlung der Leistungen. Ich glaube, dass Politik insgesamt ein Marketingproblem hat. Ja? So auch, aber nicht nur die kommunale Politik und auch, aber nicht nur in Konstanz. Mhm. Es bräuchte so viel Zeit, das alles zu erzählen, und so viel Aufmerksamkeit und Bereitschaft, sich es anzuhören,
da glaube ich, hat sich die Gesellschaft verändert, die Medienlandschaft verändert und wir sind heute noch nicht an dem Punkt, wo wir gut genug darin sind, unsere Arbeit zu kommunizieren. Im Wahlkampf sieht man, dass das sich deutlich verändert zu dem, was wir normalerweise machen. Ich stehe auf einmal da, halte mir selber das Handy ins Gesicht und sage, hier mache ich jetzt das und das. Das habe ich als OB ja nie getan und ich denke mir so in den letzten Monaten, wahrscheinlich muss man das so beibehalten. Ja. Ich habe jetzt noch 10 Minuten und das Thema Klima, eine Frage von Luigi an dich und die Abschlussfragen. Nur einfach so, als, damit wir wissen, was für ein Tempo wir gehen. Klima. Konstanz hat als erste Stadt in Deutschland den Klimanotstand ausgerufen. Ja. Warum ist es dann nicht richtig, 2030 klimaneutral sein zu wollen? Ist der Preis nicht höher, wenn wir es nicht tun? Die Frage, in welchem Jahr Konstanz rechnerisch klimapositiv ist, ist eine überbewertete Frage, die eigentlich nicht sonderlich relevant ist. Mhm. Da stimmt, glaube ich, jeder Experte zu dieser Aussage, die ich jetzt gerade getätigt habe. Der Klimanotstand war gut, da können wir stolz drauf sein. Das war eine Ansage, das war richtig ein Bewusstsein schaffen und war der richtige erste Schritt. Zweiter Schritt muss sein, Weg und Ziel zu bestimmen. Mhm. Das können wir noch nicht allein aus eigener Kraft. Und der dritte Schritt muss sein, diesen Weg zusammen zu gehen. Ich verstehe jeden, gerade Jugendliche, die sagen, mir geht das alles viel zu schnell. Das verstehe ich bestens. Zu langsam? Hm? Mir geht das alles viel zu langsam. Mir geht das alles nicht schnell genug. Ja, ja. So. Mir geht das alles viel zu langsam. Mhm. Und diese Kritik müssen wir uns anhören. Wir müssen uns treiben lassen, das ist okay. Und gleichzeitig muss ich aber aus der Perspektive dessen, der eine Verantwortung trägt für die Stadtwerke, für eine Wohnbaugesellschaft, auch für Menschen, die das ganz anders sehen, die sagen, ich habe in meinem täglichen Leben ganz andere Probleme als Klimaschutz. Aus dieser Perspektive raus muss ich auch sagen, wir müssen die schon alle mitnehmen und seriöse Antworten geben. Und das können wir einfach noch nicht. Und deshalb war dieser Beschluss sicher auch wahlkampfgetrieben, zu sagen, das muss jetzt der Gemeinderat noch vor der OB-Wahl machen. Es ist zu früh, um die Frage zu beantworten. Ich sage, meine Antwort ist, ich bin gerne dabei, Konstanz klimaneutral, klimapositiv zu machen, gerne 2030, wenn das geht. Mhm. Aber wir haben jetzt 2035 beschlossen und das ist schon ein extrem ambitioniertes Ziel, von dem ich heute sage, davor sollten wir größten Respekt haben. Das wird uns noch viel abverlangen und ich bin bereit, diesen Weg zu gehen. Ich bin bereit, meine Teile einzubringen, dass wir das Ziel erreichen. Noch kurz dran zu bleiben, ich weiß, dass der Preis für 2030, das haben wir aus einer Studie, ist auch im Luigi-Video zu hören, sehr hoch gewesen wäre, dass ein Vielfaches des städtischen jährlichen Haushalts benötigen würde, eine sehr hohe Investition, viele Stellen. Ist es denn wirklich so viel billiger, dann 2035 zu machen? Also bringen diese 5 Jahre so viel oder sind es letztendlich beides unrealistische Ziele und es wird sowieso immer teuer? Ja, wir warten ja im Moment darauf, dass das IFOI-Institut Heidelberg uns diese Frage ein Stück weit beantwortet, weil ich sage, niemand in Konstanz kann die wirklich beantworten im Moment, dafür wissen wir noch zu wenig. Aber natürlich ist meine persönliche Meinung, die immer zu sagen, ist, wir werden mit unseren heutigen Mitteln diese Stadt nicht klimaneutral kriegen. Das schaffen wir nicht. Wir können nicht das letzte Häusle noch dämmen. Das werden wir weder finanziell noch mit Arbeitskapazität schaffen in 10 Jahren. Da muss schon mehr passieren in Richtung Energieerzeugung, in Richtung Wasserstoff, in Richtung Energiespeicherung. Da muss es ganz neue Lösungen geben und ich bin sicher, dass die kommen werden. Also das große Verdienst von Fridays for Future ist für mich, weltweit einen Riesenimpuls gesetzt zu haben, eine Delle reingeschlagen zu haben und die ist da drin und die geht auch nicht mehr raus. Und deshalb bin ich sicher, dass diese Technologien schnell vorwärts gehen. Aber es wird mehr brauchen als das, was wir heute haben. Und deshalb, glaube ich, machen diese 5 Jahre unter anderem deshalb einen großen Unterschied. 5 Minuten, 1,5 davon für Luigis Frage. Ja. Liebe Uli Burchardt, ich werde ja immer wieder gefragt, wie ich meine Vorhaben finanzieren möchte. Mich würde interessieren, aus welchen Mitteln das Bodenseeforum eigentlich finanziert worden ist. Zum einen die Investition, zum anderen der Umbau und zum anderen, woher kommen eigentlich die ganzen Gelder jedes Jahr, die wir dort verlieren an Minusbillionen? Das Bodenseeforum haben wir gekauft und umgebaut für, ich glaube, 17 Millionen Euro. Das ist ein sensationell günstiges Veranstaltungshaus. Wir haben bei der Gelegenheit gleich das Nachbargrundstück mit zurückgekauft. Das hatte die Stadt Konstanz unter meinem Vorgänger verkauft. Und wir haben beides wieder zurückgekauft, in städtisches Eigentum geholt. Das ist in dem Preis drin. Der Zuschussbedarf war immer, also da wird sehr viel mit falschen Zahlen operiert.
Wir haben damals das falsche Ziel in Aussicht gestellt, vielleicht eine schwarze Null im operativen Betrieb erreichen zu können. Von diesem Ziel sind wir im Moment jedes Jahr rund 1,2 bis 1,4 Millionen weg. Und insofern ist also die richtige Aussage ist, wir haben insgesamt bis jetzt seit 2016 vielleicht 6 Millionen, 7 Millionen mehr gebraucht als veranschlagt. Und das ist ungefähr bei einem Ergebnishaushalt von über diesen Zeitraum damals 230, heute Richtung 300 Millionen Euro pro Jahr, ist es ein nennenswerter Betrag, aber der ändert nicht den Haushalt. Das Bodenseeforum ist gut investiertes Geld und wir brauchen dort unbedingt eine Gastronomie, eine richtige Küche. Das muss jetzt der nächste Schritt sein und dann wird das sich rechnerisch sehr ähnlich darstellen wie das Konzil. Das hat auch einen sechsstelligen Zuschussbedarf pro Jahr. Eine Stadt braucht solche Räume, braucht solche Häuser und das wird gut werden. Und mit diesen 1,2 Millionen kann man die vielen Ziele, die Luigi Pantisano finanzieren möchte, nicht finanzieren. Wir haben noch eine Frage, die ich jetzt vorziehe, weil ich sie auch Luigi gestellt habe und sie mir wichtig ist. Also ein Wahlkampf kostet Geld. Was hat deine Kampagne gekostet und wer hat sie bezahlt? Ich weiß noch nicht, was sie gekostet hat, weil wir ja im Moment ständig noch neue Entscheidungen treffen, dieses zu machen, jenes zu machen. Ich schätze, dass wir über 70.000 Euro kommen mit diesem langen Wahlkampf jetzt und bezahlt ist es zum guten Teil aus Spenden und zu einem ebenso guten Teil von mir selbst. Es sind keine, also das sind jetzt keine Gelder von der Partei drin oder ähnliches. Von keiner Partei, es sind nur private Spenden. Ja, es sind nur private Spenden und wie gesagt, von mir auch ein erheblicher Beitrag. Von keiner Partei. Von keiner Partei. Und auf deiner Webseite steht, dass du Spenden über 2000 Euro nennen würdest. Ja. Gab es die? Kann ich noch nicht sagen, habe ich noch nicht. Also es hat zwei Schritte. Ne? Ich brauche die Information, es gibt eine Spende über diesen Betrag und zweitens die Einwilligung des Spenders, Das zu nennen. datenschutzrechtlich, dass ich es nenne. Aber haben wir noch nicht gemacht, werden wir nach der Kampagne tun und nach der Kampagne durchgehen, aber die Aussage steht klar. Okay. Wer wird davon profitieren, wenn du OB wirst und wer sollte dich nicht wählen? Na, mein Ziel ist, dass Konstanz davon profitiert, dass ich OB werde. Und das Konstanz heißt für mich alle. Und das könnte ich jetzt lang ausführen, dafür reicht unsere Zeit aber nicht. Wer sollte mich nicht wählen? Das ist eine schwierige Frage. Ich wünsche mir schon, dass Menschen mich wählen, weil sie sehen, der hat es eigentlich ganz gut gemacht, hat aus seinen Fehlern auch gelernt, ist ein demütiger, freundlicher Mensch, der die Grenzen seines eigenen Wirkens erkennen kann und der vielleicht nicht immer die Kritik so leicht wegsteckt, wie man das tun müsste und der vielleicht nicht immer so das dicke Fell hat, wie man es eigentlich haben müsste. Aber in Summe seiner Eigenschaften glaube ich, das ganz gut macht und die Stadt gut weiterentwickelt hat in den vergangenen 8 Jahren und einen guten Plan hat, wie man es für die nächsten 8 Jahre tun könnte. Und deshalb hoffe ich schon, dass es viel Zustimmung geben wird zu meinen Konzepten, Ideen und Zielen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht, gefallen. Es hat mich auch gefordert. Vielen Dank. So sollte es sein, auch unter Freunden. Ja, am 18. Oktober wird gewählt. Ich glaube, wir sind uns einig, hingehen, wählen. Oder vorher Briefwahl machen. Wir Auch Kandidaten das. werden ja immer gebeten, Werbung für die Briefwahl zu Jawohl. machen, aus Pandemieschutzgründen. Genau. Ja, ich hoffe, dieses Interview hat Ihnen euch gefallen. Das von Luigi Pantisano findet man hier oben, wird gleichzeitig veröffentlicht. Ja, auf jeden Fall gerne kommentieren, liken und abonnieren diesen Kanal. Vielleicht aber auch einfach auf meinem anderen Kanal vorbeischauen, den ich hauptsächlich betreibe, dieser Dad. Und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen, live in Farbe oder sonst hier im Internet. Bis dann, Ihr Tobias Böcklein.